Sodale. Hallo YouTuber. Nur zur Erklärung, ich habe über 1000 Skillpunkte, weil ich bin zu alt. Ich habe keine Zeit, auf diese scheiß Skillpunkte zu warten. Und da man nur wenig durch Haus kriegt, zwar ein bisschen mehr durch Brot, aber umgerechnet ist dann auch wieder wenig, ist mir das zu doof. Durch Warten Skillpunkte kriegen ist ja total doof. Deswegen einfach mal Skillpunkte geschenkt, weil mein Server, da bin ich Gott, da darf ich sein. Kann ich machen, was ich will, saugeil. Und dann geht auch was voran. Weil ich könnte jetzt auch eine Aufnahme machen mit 5 Stunden, wo wir rumstehen und auf Punkte warten. Und dann wird es langweilig wie scheiße, deswegen. Und wir spielen ja auch noch andere Sachen. Deswegen ist das saugeil, so wie ich das mache. Wieso habe ich jetzt so viel Seeds? Wer möchte denn sowas? Nicht so alt, eher zu berufstätig. Das kommt dazu. Zu alt, zu berufstätig, zu streamerisch. Ich spiele ja auch noch andere Sachen. Das kommt dazu. Storage Chest. Tomato Seeds. Ja. Ja. Schnappatmung kriege ich da. So. Was habe ich... Was ist denn eigentlich... Kann mir mal jemand sagen, was momentan Phase ist? Boah, Dankeschön. Was habe ich denn... Was tue ich denn? Was mache ich denn? Scheiße, vielleicht hätte ich mir die letzte Folge kurz anschauen sollen. Dann wüsste ich jetzt, was ich eigentlich vorgehabt hätte. Ich wollte so ein... Dieses Road-Tool. Dieses Rot-Tool. Was brauche ich denn dafür? Brauche ich dafür das? Basic Engineering... Road Tool. Ah, da brauche ich Basic Engineering dafür. Stone, Asphalt. Was kann ich da noch? Woodcart. Oh, da kann ich das große Woodcart machen. Oh. Efficiency, Mechanic Speed. Aber ich wollte trotzdem nochmal bei den anderen schauen. Hierfür habe ich doch irgendwas gebraucht, oder? Basic Smelting. Hier. Das lerne ich jetzt auf jeden Fall, weil ich muss smelten. So, Smelting. Basic Smelting. Und da machen wir 4 Level, damit wir alles können. 1, 2, 3, 4. Copper Pipe, Iron Pickaxe. Hoho. 1, 2, 3, 4. Geil. Und, oh, das nächste kostet 500, Lecco Mio. Na egal, wir geben uns einfach Punkte, scheiß der Hund drauf. Aber trotzdem will ich nicht alles lernen. Trotzdem würde ich es noch aufgeteilt lassen. Sonst ist das uncool, wenn man alles kann. Und das da plus das. Was war das? Ja, das brauchen wir auch. 1, 2, 3. So. Gut. Oh. Hier. Gut. Ja, mach alles, was geht. Nee, nicht alles. Also die Sachen, die wir jetzt... Nicht alles auf einmal, sonst kenne ich mich auch gar nicht mehr aus. Oh, schau mal. Das ist aber da. Gut, die Tomatoes brauchen noch. Aber die Beets sind hier schon schön gewachsen. Also hier schaut es nicht aus, als wäre irgendwas vertrocknet. Das ist wohl ein gutes Plätzchen für meinen Mini-Garten. Komm, wir schmelzen jetzt mal was. Wir sind jetzt cool. Wir machen jetzt mal Iron. So, die Herren. Ach so, jetzt muss ich mir ja schon mal überlegen, wo ich den Abfall hinballer, aber den wollte ich ja unten in die Mine reinballern. Da muss ich vielleicht noch was ausheben dann. Hm. Boah, das dauert aber lang. Kann ich das noch skillen, dass es das nicht so lang dauert? Schmied. Learned. Smelting Efficiency. Copper Ore Cost. Ein Ingot. Was? Blast. Achso, ne, das brauchen wir nicht. Ich brauche Speed. Und da müssen wir eigentlich auch 1, 2. Da mache ich eigentlich immer 50%. So. Schau mal, was das dann Punkte kostet. Das ist doch Quatsch. Das würde es man ja nie zusammenkriegen. Decreases Craft Time bei 35, 50. So. So, delay. Ich bin eigentlich auch kein Fan von so ein bisschen schneller machen, aber das Warten. Schau mal, wir haben jetzt nur 2 Spezialitäten ausgewählt mit ein paar Rezepten und 800 gekostet. Über 800. Ist doch Bullshit. Welcher Mensch hat so viel Zeit? Ja, bitte. Hast du bei dir noch Bücher? Nein. Du kannst aber bei mir was abnehmen. Yes. Oh, yes. Was ist jetzt da? Ach so, der hat keine... Aha. Ach so, da haben wir dieses Power-Ding. Hast du nicht Kohle abgebaut? Nee, ich habe ja hier markiert in der Karte. Hm. Ich habe ein bisschen Kohle hier. Brauchst du? Ja, mein Schmiedeofen bräuchte ein bisschen Kohle. Oh. Vielleicht gehe ich mal Kohle abbauen. Kannst du mir die... The Coordinates sagen. Hallo? Ja, sagst du mir wie? Ja, du fährst einfach dahin und dann sagst du mir, was da unten an Koordinaten steht. Wie tut das? Naja, wo ist es denn? Ich sehe es nicht. Du siehst es nicht, das ist schlecht. Obwohl, ich könnte auch World Layer nehmen und dann Kohle, oder nicht? Weiß nicht, World Layer. Gibt's da Coal? Koal? Nö. Das Blöde ist, da können wir keinen Wagen mitnehmen. Oh, boah. Aber 20 Kohle reichen ja erstmal. Ich hab ich nicht da hinten Kohle gesehen? Nee. Hm. Was, da ist, glaube ich, auch keine Kohle. Relatively sure. Also ich hätte hier Kohle. Hier? Oh. Okay. Ich halte die Fackel. Ich mache das nur für die Zuschauer, damit es nicht so dunkel ist. Ich weiß. Ja, ich kann noch... Den anderen kannst du auch noch. Ich habe noch Platz. Den noch bitte da zerdödeln. Danke sehr. Jetzt habe ich 20. Läuft. Ja, scheiße. Ist es hier ein Loch? Ich höre gar nicht, wenn du was tust. Das ist ja komisch. So, vielen Dank. Komm mal hier ums Eck. Mit deiner tollen Fackel. Ja. Mal gucken, ob hier noch was ist. Nö. Da ist nix. Gar nichts. Ja, nicht. Jetzt hatte vorhin hatte ich ja eigentlich nicht so viel Bock auf Streamen, ne? Moment, ich muss mal kurz das da ausmachen, sonst. Wir sind doch jetzt hier fertig. Was? Ja, wenn sie groß genug sind. Ein bisschen Musik. Ja, das Problem ist, ich hoffe die ganze Zeit, dass Ingame-Musik kommt, weil wenn ich jetzt wieder meine Playlist laufen lasse, dann wird mir das auf YouTube wieder geflaggt. Ich muss mal gucken, kann man da nicht irgendwie... Ich gucke gleich mal, ob es einen Befehl gibt für Ingame-Musik anschmeißen. Weiß nicht, warum da nichts kommt. Weil ich habe doch... Ja, hier, ich habe die Musik auf 45%. Die kommt immer so phasenweise. Ja, und wieso kommt die nicht eigentlich nonstop? Die stört ja nicht, die ist ja angenehm im Hintergrund. Das hat ein bisschen... Da ist sie schon, wenn man von ihr spricht. Ne? Ja. So, Power, Kohle, hinein. Ah, jetzt. Brodelt. Jetzt ist die Musik wieder weg. Willst du mich verarschen? Oh. Ah, da kommt wieder eine. So. So, down sage ich so. Ich könnte mir ins Gesicht kotzen. Kinder. Es gibt ein Umstand. Der Umstand ist wie folgt. Wir müssen in der Mine ein bisschen rausräumen da unten, weil wir brauchen jetzt ein Lager. Ein Atommülllager sozusagen. Scheiße, ich müsste... Ah, hier muss ich auch noch rausmachen. Fuck, jetzt haben wir schon Aufgabe, gell? Ich hätte halt hier hinten, weil das ist... so schön weg. Dann können wir das einfach, weißt du? Wo ist mich, moin? Oh, shit. Zack. Jetzt könnten wir eigentlich schon mal Erde mitnehmen, ne? Wo krieg ich denn jetzt Erde her? Wie schaut das hier aus? Was ist das hier für ein Loch? Wo krieg ich denn jetzt... Ach nee, ich weiß wo. Kannst du schon Straßen? Ist in Arbeit. Jetzt habe ich was drin, gell? Scheiße. Da hat der Nick ja mal wieder gut mitgedacht. So. So. 3. 5, 3. 4. 5. Ich glaube 6. Oder nehmen wir es 6. Nein, ich nehme 6 Stück mit. Durch den guten Trick erstmal in den Wagen legen und dann so rausholen. Dann ist alles easy. Nur zur Info, auch Tofu macht satt. Ja, das glaube ich durchaus. Kaum gehe ich in die Mine, geht die Musik aus. Das glaube ich, dass Tofu satt macht, aber ich bin kein Tofu-Fan. Was ist jetzt? Ach ja. So. 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 Mist, wir müssen es zwischenlagern. Verdammt. Lupp. Na, hau doch. Hungry to work. Wie schaut es eigentlich mit dem, wie ist es stets an der Kochfront? Nee, ich wollte mich nur schon mal vorab erkundigen. Ich gucke gerade hier nach den Büchern. Hast du schon Stone Construction und Wood Construction? Moment. Rubrik. Stone Construction habe ich. Selbstverständlich. Und Wood Construction wollte ich noch. Ach so, da liegt das Buch rum. Wieso hast du gemacht für Wood Construction? Hm. Verstehe. Nimmst du mir meine Arbeit weg? Flimp. Hunter Fishing. Ist da dann nicht auch das Rezept inbegriffen? So, sehr gut. Sehr gut, jetzt zählen wir mal bitte mit. 1. 2. 3, 4, 5, 6, 7. Also 7 nehmen wir jetzt dann mit. Kuchen ist auch im Ofen. Was denn überhaupt für Kuchen? Das ist ja die Frage. Vielleicht ist ja ein Kuchen, den ich gar nicht mag. Ja, aber vielleicht ist ja ein Kuchen, den ich gar nicht mag. Dann wäre es nicht so schlimm. Dwayner, schönen guten Abend. Moment, jetzt muss ich gucken. Wieso können wir jetzt nicht? Also 1. Zwei. Altenburger Mandarinkuchen. Kenne ich gar nicht. Ah, Mandarinkuchen, ja klar. Mandarinkuchen. Aber was ist die Spezifikation von Altenburg? Das ist die Frage. Kuchen tut mir jetzt nichts mehr. Ich bin satt, red's dir nur ein. Das ist korrekt. Das stimmt. Weil das Problem ist halt einfach, Kuchen geht in einen komplett anderen Magen. Das hat überhaupt nichts mit Zähigkeit zu tun. Es geht einfach in den Wohlfühlmagen. 2 noch. Den findet man mittlerweile auch bei Chefkoch. Okay. Ich google ihn am Samstag. Wenn ich ihn jetzt google, dann ist aus, dann beiße ich ins Mikro. Ach, da kann ich mir Essen holen. Toll, was hast du gemacht? Selbst im Spiel gibt es nur gesunde Sachen. Das ist ja eklig. Das ist ja ekelhaft. Kann er auch ein Foto schicken? Nein, bitte nicht. glaube, das wäre zu schmerzhaft. So. 3, 5, 6, 7. Denkt 7. So, jetzt räumen wir den da noch aus. Was muss ich denn jetzt zuerst lernen? Advanced Campfire Cooking. Ah, das kannst du schon. Nee, du kannst Advanced Cooking, oder? Aber nicht Advanced Campfire. Oder irgend sowas. Da war doch irgendwas. Ja, schön läuft, ne, Dwayner? Das hat sich ja gelohnt. So, da sind wir. So, jetzt müssen wir hier erstmal ein bisschen ausräumen. Habe ich hier... Hier habe ich nur eins, ne? Ja. Dass wir hier mal ein bisschen Platz kriegen. Für die Lagerung. Fup, fup. Oh. Okay, muss ich mal wegbringen. Ach, jetzt habe ich die vergessen. Egal. Egal. Habe ich aber einen liegen lassen da. Oh, meine Spitzhacke ist kaputt. Das ist ja nicht mehr ausgekannt. Doch, Mia spielt auch. So. Ja, dann kann ich gleich mal das Buch holen. Warte mal schnell. Guck, ob ich da noch was anschmeißen kann. Anschmeißen kann. Nee, falsch. Oder war das nicht hier? Doch hier. Achso, da brauche ich 4 Blätter. Moment. Tipp, 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 tipp. Oh, naja. So. So, da bin ich. Ja, und wo ist das Buch? Was brauche ich jetzt? Was ist das? So. Sehr gut, danke. Ja, bitte. Was ist das hier? Ach so. Ui. Fish Trap. Fishing Pole. Das ist krass. Ja. Das ist doch... Nee. Wo denn? Da war das Bison. Ach da. Was ist denn das? Boiled Shoots. Darf ich mir da mal 5 nehmen? Dann nehme ich mir 10. 10? Was ist das hier? Chartkammers Bulb. Nehmen wir 4. Wo sind denn die anderen Samen? Ach, hier. Noch welche drauflegen. Da. Ja, ja. Vielen Dank. Hm, was denn? Mir fällt gerade nichts ein. Ja, das Paper... Mordhardstone. Board. Time. Resources. Warum? Cancel. Ich bin gerade dabei. Ich muss halt jetzt noch unten Platz machen für den Schmelzmüll. Sonst ist es... Was? Da fällt viel an. Ich will es jetzt nicht rausnehmen, sonst habe ich den Dreck hier rumliegen. 2 pro Eisen, glaube ich, oder so. Also, da fällt viel an. Was wollte ich jetzt hier? Das hier. Oder... So, wo habe ich meinen Karren? Da. Oh Gott. Den Hund geärgert, geschmoren. Der hat nur wieder irgendwas gehört, was ihm nicht passt. Oh, jetzt ist schon wieder dunkel. Shit. Und nochmal die Fackel an. Turned off. Turned on. Ah. Ja, dann hier, ne? Oh, empfindlich das Ding. So. jetzt haben wir noch Platz. Not enough room. Wieso sind mir denn da zwei übrig? Das gibt ja gar keinen Sinn. Hüpf, 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 hüpf. Irgendwie verlaufe ich mich da immer. Zack, 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 zack. So. Jetzt schauen wir mal. Wegen der Scharmelze. Collect. Boah. 8 solche Dinge habe ich gekriegt. Zwecks 4. Die bringen wir jetzt mal da runter zum Schauen. Aber die werden auch einen Platz nehmen. Boah. Da kannst du aber nicht viel produzieren. Schau mal, wie groß das ist. Alter. Ich muss mal gleich mal gucken, ob es da nicht irgendwie so eine Wiederverwertungsstelle gibt oder Sachen, die das klein macht. Weil das ist ja schon... Das ist ja so viel. Da wirst du blöd. Achso. Too hungry to work, natürlich. Ja, sicherlich. So. Bäh. Für 4 Eisen. Das ist schon irgendwie... Wie sollen da 4 so riesen Haufen rauskommen bei so wenig Eisen? So viel habe ich gar nicht reingestopft. Und das halte ich für bedenklich. No. Mach doch mal aus jetzt. Mach doch mal aus jetzt. Aus. Aus. Okay. Ich weiß ja nicht. Also ich weiß es nicht. Warte, ich guck gleich mal. Können wir hier irgendwas machen? Nee. Nö, leider nicht. Aber Anvil, wozu brauche ich denn eigentlich einen hier Armboss? Da kann ich... Achso, da kann ich dann das machen. Iron Axe. 20. Boah, da kriege ich so viel Müll. Moment, kann man das skillen, dass das weniger Müll produziert? Warte mal. Smelting. Efficiency. Increase Iron Ingot Cost. Nee. Speed. Decreases Craft Time. Nee. Was ist das hier? Steel Pipe Alloy Smelting. Casting Rivet. Cast Gear. Rebar Steel. Steelworking. Decreases Steel Cost. Steel Cost. Lumber Cost. Speed. 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 Oh, schlecht. Ich habe so das Gefühl, da gibt's nichts. Ungeil. Uhu, jetzt habe ich so ein Road-Tool. Geil. Weil das ist nämlich auch der Trick. Dann ist die Lücke nämlich hier weg. Guck mal, jetzt ist die Lücke weg. Super cool. Super cool. Okay, das steht hier auch noch so rum. Oh, jetzt sind die Lücken wenigstens mal weg. Yes. Yes, yes, yes. So, was habe ich eigentlich noch gelernt? Smith? Ah ja, und Engineer. Skills. Ah, nee. Woodcard. Wo mache ich das eigentlich? Windmill, Woodcard. Dirt Ramp. Stone Road. Wainwright Table. Oh, habe ich. Oh. Ah, doch, habe ich. Hab ich doch alles. Noch? Schauen wir erst nochmal hier, ob da noch irgendwas ist. Workbench Deed for myself Fishery. Fishery. Hier, Asphalt, Ramp. Was braucht man denn da? Ach, Zement. Stone Ramp. Oh, das geht. Stone Road. Woodcard. 50. Auch das würde ich gerne mal bauen. 50 Bretter. Boah. Ich hätte gern... Nee, nicht 50, dann sind 25. Oder... Also 50 Holz. Ah, das geht ja. Das geht ja. Eventuell müssen wir uns noch bei einem Baum bedienen. Ne, wir haben genügend. Glück gehabt. So. Zack. Noch 10 Zahin. Na toll. Und nochmal 3. So. Na Schumpe. So. Und jetzt. Und jetzt. Ja, jetzt. Was denn jetzt? Hunlock, Latrine, bla, blue, blieb, blieb. Water Wheel. Windmill. Tellering. Das da, genau. Windmill. Nee. Road, Stone Road, Asphalt. Primitive mechanisch. Woodcard, Water Wheel, Windmill. Ist das hier? Speed. Electronics. Oh Gott. Stil. Oh, brauche ich gar nicht schauen. Da brauche ich ja gar nicht schauen. Industry. Mechanics, was ist denn das hier? Petrol. Gottes Willen. Um Gottes Willen. Das ist ja... Good Construction. Zement. Das brauche ich auch noch. Concrete Recipe. Produkt ein Concrete. Stone, auch so. Hm, ist auch nicht so dramatisch. gar nicht so schlimm dramatisch. Aber das ist halt dumm. Tailings. Kann ich das nicht irgendwie... in Tailings nicht irgendwas anderes machen? Ich brauche so viel Platz und ich brauche eigentlich viel Eisen. Klar, wir können uns jetzt auch da irgendwie eine Rampe runterbauen und schauen, wo das hinführt. Ich mache mal eine Dirt Ramp zum Lurga, aber die ist ja nur... Wie hoch ist die 1? Das ist... Oder 2? Ne, 1 ist es, ne? Ja. Das ist voll für den Arsch. 1 und... Boah, 4 lang. Brauche ich ewig, bis ich da irgendwo hinkomme. Aber es ist 3 lang, oder? Echt? Es ist Pausenzeit. Ich muss sowieso kurz Pause machen. Dann überlege ich das mal. Vielleicht mache ich dann mit mir eine Mine mit so einer Rampe rein, wo wir dann einfach mit dem Wagen das Zeug da reinfahren können. Da müssen wir halt großzügig ausheben, hätte ich gesagt. Weil sonst kriegen wir das Zeug nicht unter, diese Kacktailings. Moment, ich schau mal schnell in the Wiki. Vielleicht stand da was drin. Pollution. Ja, pollution. Pollution is tailings. If left in a stockpile or on the ground, that will increase the ground pollution. Ja, kannst es nicht mehr in den Stockpile stopfen. The pollution caused by tailings can be mitigated by burying them deep below the surface of the world and completely sealing them on top and all sides with at least 10 blocks between the tailings and the surface. Oh, du musst also schon mindestens 10 Blocks, ne? Auf allen Seiten. Oh, da musst du halt auch gucken, dass du vom Wasser auch 10 weg bist. Krass. Since a stockpile can stock 5 blocks high, any stockpile containing tailings should be placed at least 15 blocks below the surface. If possible, the tailings wall should be deeper and further away from water to prevent pollution. Watered stone or dirt should be used to encase the tailings. Any gaps in the encasement will cause the pollution to leak further. If the tailings are contained properly, surrounding ground pollution will dissipate over time. Boah, ja, wie viel? 100.000 Jahre oder was? Ah, shit. Gut, also können wir das nicht... also müssen wir... Also macht es sogar Sinn, da unten den Stockpile reinzuballern. Das ist natürlich auch sinnvoll. Dann kriegst du die da schöner drauf. Wahrscheinlich. Oh. Oh. Na gut. Mach kurz Werbung, wollte ich sagen, aber das ist ja Quatsch. Das ist ja Quatsch. So.